Hallo, mein Name ist Anja Sattler. Ich bin eure Schneidermeisterin und ich möchte euch gerne als Expertin beraten auf dem Weg bis zur Hochzeit. Irgendwann ist natürlich auch der Tag gekommen, da ist dieser tolle Tag vorbei und es geht in den Alltag. Sie haben oder ihr habt euer Brautkleid getragen, es ist hoffentlich schön gereinigt und dann ist mal die große Frage, was mache ich mit dem Brautkleid danach? Es hängt noch mal eine ganze Zeit, nämlich im Schrank oder am Schrank. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Aber spätestens nach ein paar Monaten sagt man, es stört schon ein bisschen, es nimmt echt viel Platz weg und ich habe die ideale Lösung. Yes to the Dress hat sich das einfallen lassen. Und zwar ist das meine Dressbox. Die ist Size XL. Das heißt, hier passt wirklich jedes Brautkleid rein. Egal, ob mit großem Petticoat oder Tülllagen, egal. Wir haben auch noch eine kleine andere Größe und das Schöne ist, diese Dressbox ist aus ganz hochwertigem Satinstoff. Der ist gechinst, also der ist schmutzabweisend. Dann haben wir hier einen schönen stabilen Metallreißverschluss drin in einem modischen Rosé-Gold. Hab mir noch einfallen lassen, dass man hier eine kleine Tasche hat, wo man vielleicht auch ein Hochzeitsfoto reintun kann. Das gleiche auch an der Seite. Da haben wir auch noch eine kleine Aussparung, sodass man vielleicht ein kleines Andenken, die Einladungskarten oder noch andere Kleinigkeiten, getrocknete Blumen oder was reinlegen kann. In der Tasche haben wir selber auch noch einen Beutel für die Schuhe. Das heißt, die Schuhe kann man nochmal separat aufheben. Und wir haben natürlich hier diese wunderbare, ganz niedliche Aussparung. Das heißt, man sieht eigentlich auf den ersten Blick, was drin ist. Und kann das Kleid von Zeit zu Zeit einfach nochmal hervorholen, weil es ist wirklich praktisch. Diese Dressbox kann man ganz praktisch einfach unters Bett schieben oder auf den Schrank legen oder auf dem Speicher oder im Keller. Und man muss wirklich nicht Angst haben, dass da irgendwas drankommt. Sie ist innen drin nochmal mit PVC ausgekleidet, hinten auch. Und ich denke mir, ich habe sie ganz gut durchdacht, hat auch Händel da, dass man sie nochmal tragen kann, nochmal von rechts und links schieben kann. Also ich denke mir, dass man diese Dressbox ganz, ganz, ganz toll einsetzen kann. Wenn ihr selber Gäste seid oder der Ehemann oder Freundin und sagen, ach Mensch, ich brauche noch ein kleines Geschenk zum ersten oder zweiten Hochzeitstag, ist das wirklich ideal. Also shoppt meine Dressbox auf meinem Online-Shop unter www.yestothedress.de. Und ich würde mich sehr freuen, wenn euer liebstes Stück, das Brautkleid, ganz, ganz toll aufgehoben wird und aufbewahrt wird. Wenn euch dieser letzte Tipp zum Brautkleid-Shoppen gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch jetzt nochmal Daumen hoch bekomme und wenn ihr mich weiterempfehlt an andere Bräute, die heiraten, die diesen Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, dass ich euch begleiten konnte. Bis zum großen Tag, wo ihr Yes to the Dress gesagt habt und darüber hinaus. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke, eure Anja Sattler.